Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, AffenTV. Happy Birthday to you! Und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuschauer, zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir feiern Jubiläum, die 100. Sendung HafenTV. Und genau das nehmen wir mal zum Anlass, um einen Blick hinter die Kulissen unserer Sendung zu werfen und Ihnen, liebe Zuschauer, zu zeigen, wie unsere wundervolle Sendung entsteht. Schauen Sie mal. Hautnah dabei, immer am Ort des Geschehens. Der Hamburger Hafen, zweitgrößter Warenumschlagsplatz Europas, ist mit seinem Themenreichtum ideal für eine umfangreiche Berichterstattung. Und die Themen, die HafenTV alle zwei Wochen erzählt, werden hier bei der Hamburg Port Authority recherchiert und geplant. Und das liegt in der Hand von Christian Pieper. Über 90 Sendungen hat er bereits begleitet. HafenTV ist eigentlich eine Entdeckungstour durch den Hamburger Hafen. Also mit dem Themen habe ich die Möglichkeit, immer mal wieder ein Türchen aufzumachen und darüber die vielen Facetten des Hamburger Hafens zu zeigen. Das finde ich erstmal super. Und auf der anderen Seite ist das Schöne an dem Thema einfach, dass man so viele verschiedene Menschen kennenlernt. In enger Zusammenarbeit mit Hamburg 1 und der verantwortlichen Redaktionsleiterin Ute Hinrichs werden die Themen und die dann folgenden Termine abgesprochen und koordiniert. In keiner anderen deutschen Hafenstadt wäre HafenTV in diesem Umfang möglich. Entscheidend ist der Hauptdarsteller für diese Sendung und der ist über 820 Jahre alt. Das ist halt das Schöne am Hamburger Hafen. Die Themen werden nie ausgehen. Es passiert ständig was. Der Hafen ist ständig in Bewegung, ständig im Wandel. Und das darzustellen ist sehr schön. Nachdem die Themen festgelegt, die Protagonisten ausgesucht und die Drehorte bestimmt wurden, geht es auch schon los. Wenn man beispielsweise auf einem Terminal drehen möchte und man sagt im Vorfeld, wir kommen hier mal mit 10 Leuten und bauen hier richtig an Technik auf, dann sind diese kurzfristigen Drehs überhaupt nicht möglich. Dafür ist es halt prima, dass man ein kleines Team hat. Und was auch ein Riesenvorteil ist, dass in kleinen Teams, man setzt sich zusammen, man spricht einmal die Sendung durch, alle sind gleichberechtigt, jeder kann da was zu sagen und dann geht's los. Und das macht gerade diesen besonderen Charme dieser Produktion aus, dass wir quasi ja zu dritt vor Ort sind. Kurze Abstimmungsprozesse und das ist das Tolle, dass ich mich als Moderator auch richtig mit einbringen kann. Also ich kann eben meine Erfahrung aus meinem redaktionellen Background, den ich habe, mit einbringen. Ihr seid offen für Vorschläge und sage, Mensch, guck doch hier mal, da ist vielleicht ein interessantes Bild oder lass uns doch mal die Frage so und so stellen. Das ist halt bei anderen Sendungen, gerade auch bei Studioproduktionen, komplett anders. Da stehst du da, da kriegst du einen Text vorgelegt, den musst du fehlerfrei, unfallfrei vorbringen. Und das war's und das macht ganz besonders viel Spaß, dass ich mich hier eben sehr persönlich mit meiner Erfahrung einbringen kann. Wenn alles abgedreht und im Kasten ist, geht es in den Schnitt. Entscheidende Fragen, was soll in die Sendung kommen, in welcher Reihenfolge, worauf kann verzichtet werden? Das Gute ist ja, da ich die Bilder selber gedreht habe, weiß ich ja schon ungefähr oder weiß ich ja nicht ganz genau, wo war was gut, wo war was eher nicht so gut. Wo wollen wir unseren Schwerpunkt setzen? Wie gesagt, der Schwerpunkt wird auch von dem Konzept vorgegeben natürlich, das ist auch immer ganz wichtig. Aber jeder Dreh ist natürlich auch, lebt von dem Tag, von der Tagesform der Protagonisten, von seiner eigenen Tagesform. Also es kann vieles passieren auf dem Dreh, was auch, wie gesagt, nicht geplant war. Und das muss man natürlich dann auch außerhalb des Konzepts, sage ich mal, mit in die Sendung einbauen.
Kameramann, Cutter und Autor, alles in einer Person. Durch diese Bündelung an Kompetenzen kann eine Sendung schnell realisiert werden. Wie gesagt, man hat einen theoretischen Grundsatz, einen theoretischen Leitfaden, aber das Gefühl ist da auch wichtig und entscheidend, weil nur so kann man sich in diese Geschichte hineindenken. Also du hast eine Geschichte über ein Containerschiff, also will ich nicht sagen, du musst wie ein Containerschiff denken, aber du musst dich hineinversetzen können. Was macht es aus, so ein Containerschiff? Wie groß ist sowas? Wie wirkt sowas auf andere Menschen? Und wenn du dieses Gefühl in diese Sendung reintransportierst, dann hast du schon mal, oder dann habe ich eigentlich schon mal einen guten Leitfaden und kann mich dann zu den einzelnen Interviews, zu den einzelnen informativen Stellen, die wir auch bearbeiten wollen, sage ich mal, längs hangeln. Ist die erste Fassung des Filmes fertig, muss er noch vertont werden. Sprechertext, Interviews und die Bildkomposition bilden den roten Faden einer jeweiligen Sendung ab. Nach 3 Schnitttagen geht es zur Abnahme. Hier kommt dann neben Christian Pieper auch Ute Hinrichs dazu. Wir haben auch immer noch mal den Blick des Zuschauers. Ist das, was wir in der Sendung zeigen, nun auch wirklich interessant für den Zuschauer oder eher nicht? Wo können wir noch mal ansetzen? In der Regel sind es wirklich nur noch Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, da wir eigentlich immer in der Kommunikation miteinander stehen. Ist der Film dann freigegeben, gibt es verschiedene Wege, diesen dann auch zu sehen. Die Erstausstrahlung einer jeden Folge läuft dann auf dem gewohnten Sendeplatz bei Hamburg 1. Einige Tage später ist die Sendung dann auch weltweit über den eigenen YouTube-Kanal der HPA zu sehen. Rund 300.000 Zuschauer haben in den vergangenen Jahren dieses Medium genutzt. Über 156.000 Menschen bzw. Arbeitsplätze sind direkt und indirekt vom Hafen abhängig. Das bedeutet für uns ein riesiges Potenzial an Geschichten und Ereignissen. Der Duckdiven und die Seeleute im Internationalen Seemannsclub wünschen HafenTV viele, viele weitere tolle und interessante Beiträge und eine weiterhin gute Arbeit und viel Spaß dabei und zeigt Hamburg und den Hamburgern, wie interessant und spannend es bei uns ist. Ja, ich gratuliere HafenTV auch zur 100. Hafensendung und ich bin sicher, dass noch ganz viele folgen werden, weil eben der Hafen ein so komplexes Gebilde ist, der bietet Themen ohne Ende. Und deswegen kann ich nur einmal dem Hafen, aber auch der Berichterstattung über den Hafen die Glückwünsche aussprechen. Und ich hoffe, dass wir werbeseitig, dass wir in einem gemeinsamen Vorgehen die Dinge weiter so entwickeln zum Wohle des Hafens, aber auch zur Prosperität der ganzen Stadt Hamburg. Es ist eine gute Gelegenheit, diese hohe Komplexität, die wir im Hafen einfach haben, darzustellen. Von einem Hafengeburtstagsspektakel bis hin zu den komplexen Bauprojekten, die wir betreiben, auch die Dimensionen zu verdeutlichen. Und der Hamburger Hafen interessiert einfach so viele Leute, das sieht man an der Resonanz. Und das ist einfach eine gute Gelegenheit, einfach Prozesse darzustellen und den Menschen den Hamburger Hafen noch ein wenig näher zu bringen. Zur 100. Folge HafenTV, alles Gute. Der Erfolg der Sendung ist neben den hohen Qualitätsansprüchen natürlich auf die vielen Zuschauer zurückzuführen. Als bestes regelmäßiges Magazin wurde HafenTV 2011 mit dem Metropolitan, einem bundesweiten Fernsehpreis für privates Lokalfernsehen, ausgezeichnet. Und im Mai 2013 gewann HafenTV den Port Communications Award als bestes Hafenkommunikationsprojekt weltweit. Den Gold Award nahm HPA-Geschäftsführer Jens Meyer im Rahmen der Welthafenkonferenz in Los Angeles entgegen. Von der Taufe eines Meeresgiganten bis hin zur täglichen Arbeit der Elbfischer. 100 Folgen HafenTV, über 100 Geschichten aus dem wirtschaftlichen Zentrum unserer Stadt. Ja. Du bist hier der Kapitän an Bord, das müssen wir mal verraten. An Bord dürfen wir uns duzen. Ein Tau besteht aus einer Faser. Die Faser sind die ganz dünnen einzelnen Bänder. Willst du noch einen Kuss? Ja. Sag ja. Columbus 2, bitte jetzt Fahrt aufnehmen. Auch die Hardack-Fahrzeuge, Elbmeile, bitte jetzt Fahrt aufnehmen.
die AIDA Ma bitte noch liegen bleiben und die 300 Meter Abstand halten. Singen und swingen, da, 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 du. So viele Bilder, so viele Geschichten, so viele Menschen. Und so wie es im wahren Leben ja auch abläuft, hat natürlich nicht immer alles auf Anhieb geklappt. Wenn du fertig bist mit der Anmoderation, dann soll ich fertig, dann gehst du im Prinzip hier nach vorne und ich gehe so. Das ist ja ein Traum. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Hafen TV. Es geht durch den Nordostseekanal. Da soll ich laufen, ne? Warte mal. Hafen TV. Freitag? Nee. Okay. Hier geschah das Unfassbare. Es geht durch den Nordostseekanal. Ich ihn auf großer Hafenrundfahrt dabei. Hör auf zu nicken. Hier ist Hafen TV und dieses Mal melden wir uns vom Elbjet-Fest. Nochmal. 19.45 Uhr, 20.45 Uhr, 21 Uhr und die können ihn die ganze Nacht durchgucken. Denn wir sind mit der Thalassa unterwegs, ein wunderbarer Dreimaster, in dem wir hier. Nochmal. Weil ich dachte, Dreimaster gehst du hoch. Von Cuxhaven bis nach Rendsburg durch den Nordostseekanal. Ich sag nur die. Amo, das heißt, ich liebe dich. Alle zwei Wochen ein neues Thema aus der spannenden Welt des Hafens. Und das, was beim Fußball gilt, gilt natürlich auch fürs Fernsehen. Nach der Sendung ist vor der Sendung. Immer wieder wirklich sehr faszinierend und wundervoll, unser Hamburger Hafen. Und das war sie, die Jubiläumsausgabe von Hafen TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle 100 Sendungen finden Sie übrigens auch online auf hamburg1.de oder auf YouTube. Und ich würde sagen, auf die nächsten 100 Sendungen. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Tschüss.